Tischlerei Gofler Innenausbau in Lana. Hier findet das Auftakttreffen der Veranstaltungsreihe Zukunftswerkstatt Südtirol der Handelskammer Bozen statt. Im Mittelpunkt der diesjährigen Ausgabe steht die Unternehmensnachfolge. Die Ergebnisse einer neuen Studie des WIFO, dem Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen, ergeben ein eindeutiges Bild, was die Unternehmensnachfolge in Südtirol betrifft. Also in Südtirol haben wir etwa 7000 Unternehmen, wo der Firmeninhaber über 62 Jahre alt ist. Und diese Unternehmen müssen sich mit der Nachfolge beschäftigen. Es braucht ja mindestens 5 Jahre oder auch länger, um diesen Prozess der Unternehmensnachfolge auch durchzuführen. Und von diesen 7000 Unternehmen sind aber etwa 1900 bis 2000 Unternehmen, die gewerbliche Unternehmen mit Mitarbeitern sind. Dort ist die Herausforderung noch viel größer, weil es geht ja eigentlich um einen Betrieb, wo Mitarbeiter auch arbeiten und diese Mitarbeiter den Arbeitsplatz haben. Wenn dieses Unternehmen die Nachfolge nicht in der Lage ist zu regeln, dann führt das zu Arbeitslosigkeit, dann führt das dazu, dass das Unternehmen geschlossen werden muss. Und das ist auch aus volkswirtschaftlicher Sicht ein großer Schaden. Lenz Gufler, Geschäftsführer der Gufler Innenausbau OHG, berichtet von seinen Erfahrungen bei der Unternehmensnachfolge. Die größten Herausforderungen im Generellen und so auch bei uns waren eigentlich mehrere Punkte. Und so einmal sind die Betroffenen überhaupt interessiert, den Betrieb zu übernehmen. Weiters dann, wie sieht es mit den unternehmerischen, organisatorischen, fachlich-technischen Fähigkeiten der Betroffenen aus? Und zum Schluss auch dann die Planung für die Umsetzung. Unternehmensberater Andreas E. Mach aus München, Gründer und Sprecher des Alpha-Zirkel International, betont, wie wichtig eine sorgfältige und frühzeitige Planung des Übergabeprozesses ist. Die Vertreter der Handelskammer Bozen haben nochmals auf die Tatsache hingewiesen, dass die Unternehmen einer Reihe von Herausforderungen gegenüberstehen, wenn sie eine erfolgreiche Übergabe an die Nachfolgegeneration anstreben. Die Dienstleistungen, welche diesen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, sind also von größter Bedeutung.